Thomas und Michael, ihr seid in Biel die grossen Dominatoren im Zehnkampf. In Aarau bist du nicht dabei, Michael. Sag schnell, was ist der Grund? Ich habe vor 5 Wochen eine Zerre geholt am Oberschenkel. Und die Hoffnungen haben sich leider nicht erfüllt. Es geht leider noch nicht so gut zum Zehnkampf machen. Wie sehr schmerzt es, dass du hast müssen verzichten und die Titel nicht verteidigen kannst? Ja, schmerzt schon recht. Meine, vor 6 Jahren, als ich gewonnen habe, habe ich schon damit liebäugelt, dass ich da nochmal auf Aarau komme und könnte den Titel verteidigen. Thomas, in Biel hast du dir immer so geschlagen gegeben von deinem Bruder. Jetzt ist er das ja nicht dabei. Ist jetzt das deine Chance auf den Titel? Ja, es gibt auch noch andere, die da stark mit dabei sind. Aber wir liebäugeln halt schon mit dem Sieg, im Vorhinein schon. Jetzt mal schauen, was denn der zweite Tag noch bringt. 2013 hat es keinen Weg vorbeigegeben an euch. Was macht euch so stark? Was ist das Geheimnis? Gute Frage. Ja, gute Frage. Ich denke, wir sind relativ ausgeglichen, oder? Wir haben nie einen, wirklich einen riesen Abfall. Und ja. Ja, wir sind auch ohne Druck 2013 an den Start gegangen. Das dann noch einen gültigen Versuch aus. Jetzt Thomas, du hast die Hälfte vom Wettkampf, vom Zehnkampf absolviert. Was ist dein Fazit vom ersten Tag? Ja, es war ein solider Tag eigentlich. Vom 100er weg bis jetzt zum 400er nirgends wirklich abgefallen. Es ist auch gut, dass ich so gut durchgekommen bin. Und ohne Beschwerden konnte ich jetzt die 4er absolvieren. Wie hast du den Wettkampf verfolgt von deinem Bruder? Wie bist du zufrieden mit seinen Leistungen? Ja, ich bin sehr zufrieden. Ja. Man hat alles gut können durchziehen und macht das auch locker. Also, ich sehe da gute Chancen, dass er morgen als Sieger oder wieder Zweiter wie 2013 heute steht. Ja. Du hast es angesprochen, eben, zweite Wettkampftag am Sonntag. Deine Erwartungen an die nächsten 5 Disziplinen? Step by step, ne. Kommt von Disziplin darauf an, wie es läuft. Und am Ende des Tages wird sich zeigen. Aber jetzt gross gehen, Vorahnungen und Hypothesen aufstellen, schwierig zu machen. Aber es kommt gut.